Schönen guten Abend hier im Kino in der Reihe Carte Blanche des Filmmuseums in Frankfurt. Heute würde ich gerne oder will ich Ihnen gerne Bierkampf zeigen, auch wenn hier Apple-Wein getrunken wird. Ein Film aus Bayern von Herbert Achternbusch in den 70er Jahren. Ein Anarchist im bajuwarischen Landen, wie er sich selbst einmal bezeichnet hatte. Ein Mann, der von der Malerei kommt, gegen Zeit seines Lebens kämpfte, dass das Land, in dem er groß wurde, es auch merkt, dass er in diesem Land gelebt hat. Bierkampf ist ein Film, der auf dem Oktoberfest, dem weltweit bekannten Bierfest, spielt. Herbert Achternbusch spielt dort einen Polizisten, der durchgeht, einen Falschen und provoziert alle Menschen, die dort ihr Bier trinken. Er schüttet ihnen Bier in die Dirndl und nimmt ihnen die Brezel weg. Und was mich damals auch extrem beeinflusst hat und beeindruckt hat, war die Kamera von Jörg Schmidt-Reitwein, der quasi dann, als die Leute, die da wirklich Bier tranken, hinter diesem Achternbusch herrannten und ihn verprügeln wollten, er dann hinten dran mit der Kamera hinter den verfolgenden Menschen, die Bier getrunken hatten und kein Brezel mehr, den Achternbusch verprügeln wollten und der sich echt verstecken musste. Es war ein eingreifendes Kino, das Herbert Achternbusch machte. Es war ein improvisiertes Kino, das wegging auch vom... es war ein absurdes Kino, ein absurdes Theater, der aber immer so einen ernsten Punkt hatte. Auch das war etwas, was wir in der Medienwerkstatt gerne machten. Satire, provozieren, Film sozusagen als eine Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit um uns herum. Nicht mehr nur beobachten, sondern auch anstoßen. Und die Filme von Achternbusch, der ja dann mit dem Gespenst Furore schrieb, weil ihm der Filmpreis versagt blieb, weil damals der Bayerische, ich glaube sogar Bundesinnenminister, der Filmpreis dann verwehrt wurde, für die Förderung für 10 Jahre nicht mehr bekam, aufgrund dieser blasphemischen Vorwürfe, die er für nachfolgende Filme bekam. Bierkampf ist vielleicht sein lustigster Film, wenn man so will, weil er sich mit einer Kultur auseinandersetzt, die Bayern prägte, nämlich Bier trinken. Er meinte auch, dass eigentlich fast alle Bayern Anarchisten sind, nur dass sie es nicht wüssten. Vielleicht wissen wir es nach dem Film, ob er recht hatte. Ich wünsche Ihnen jedenfalls sehr viel Spaß bei diesen wunderbaren Kamerafahrten durchs Hofbräuhaus und übers Bierzelt Oktoberfest.